Ihr seid wieder im Celines Kunstraum und heute ist Dienstag und wir beenden heute die Serie oder das Projekt Schmetterling, Blumen mit Schmetterling. Wir hatten ja das letzte Mal versiegelt, ist wunderschön geworden, glänzt nach wie vor, ganz prima. Und im Nachhinein ist mir noch eingefallen, dass ich euch noch erzählen wollte, dass der Kleber, der Versiegler überhaupt nicht gerochen hat, also null. Das hatte ich, glaube ich, nicht erwähnt im letzten Video. Was machen wir jetzt? Unser letztes Video. Ich zeige euch jetzt drei Varianten, wie man das Bild, ich wollte schon sagen, entsorgen kann. Nein, nicht entsorgen. Wie man das Bild jetzt, na, oh, ich komme nicht drauf. Mein Gott, Gehirn schalte bloß mal an. Wie man das Bild jetzt weiter noch verarbeiten könnte. Also, da habe ich ein paar Dinge mitgebracht, um euch zu zeigen. Als allererstes muss man natürlich alles abschneiden. Schön aufpassen, dass ihr nicht hier an die Steinchen rankommt. So, Nummer 1. Die Legende werde ich mir aufheben und das Bild. Das zeige ich euch auch gleich, wie ich das mache. Damit ich auf dem Bild immer sehen kann, wie hätte es in Wirklichkeit ausgesehen, wenn ich die Variante größer genommen hätte. Also solche kleinen Bilder werde ich definitiv nicht mehr kaufen. Ist zwar schön und geht schnell, und aber wenn es dann so verpixelt ist, das ist dann nicht so schön. Jedenfalls gefällt mir das nicht so. So, jetzt haben wir alles ringsrum abgeschnitten. Jetzt schneide ich die Legende noch ordentlich aus. Die kommt hinten ran an das Bild. Es war ja keine Papierlegende dabei. Hier habe ich dann nochmal die Nummer oben, die Größe, falls ich das nochmal irgendwann brauche. So, das kleben wir jetzt auf. Dafür habe ich Sekundenkleber. Oh, da ist aber viel rausgekommen. Das geht dann super schnell. Denke ich mal. So. Sekundenkleber. 1, 2, 3, 4, 5. Die Sekunden sind um. Gut. Mein erstes fertiges Bild. Ich schaue noch mal auf das Bild, ob alles in Ordnung ist. Oh, ich sehe, hier fehlt das B. Da können wir, Gott sei Dank, dass ich die Steine alle noch da habe, da können wir gerne nochmal nachkleben. Da nehme ich wieder den Sekundenkleber. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das kann man auch alles nachträglich machen. Und ich denke mal, der Sekundenkleber, das bestimmt auch super fest. So, jetzt brauche ich noch einen Stift. Das B. Jetzt geht der Stift natürlich wieder nicht. Oh. Ja, wenn das mal
aufhören würde. Irgendwie. So. Irgendwie ist das mit dem Wachs und ich. Weiß nicht, geht euch das auch so? Was ich für eine Schwierigkeiten habe mit dem Wachs. Schon repariert. Jetzt zeige ich euch, was kann man jetzt weitermachen mit dem Bild. Einmal kann man das Bild einrahmen. Ich habe einen Rahmen von Action für 99 Cent geholt. 20 mal 22. Müssen wir mal gucken, ob es auch reingeht oder ob ich noch was abschneiden muss. Aber ich werde wahrscheinlich nicht abschneiden. Oder es gibt auch die Möglichkeit, das Bild auf einen Rahmen zu setzen. Schaut mal, wie toll das aussieht. Auf so einem schwarzen Rahmen. Natürlich kann man sich seine Farbe, seine Lieblingsfarbe auf so einen Keilrahmen ja alleine streichen, aber die gab es fertig bei Lidl in Schwarz. Ja, sieht auch gut aus, ne? Oder, das habe ich heute bekommen, weil ich das bei der Heidi gesehen habe. Das fand ich auch ganz toll, die Variante, was man mit kleinen Bildern machen kann. So eine große Aufbewahrungsmappe. Die ist A3. Genau, A3. Die kann ich dann, das Bild kann ich dann hier reinlegen. Kann noch was dazu schreiben. Da kommen ja noch mehr Bilder rein. Und das Schöne ist, wenn ich es umdrehe, habe ich hinten die Liste drauf mit dem DNC-Nummer und dem Bild. Das Bild ist natürlich jetzt viel zu klein für die Mappe. Da werden dann die etwas größeren reinkommen. Wir probieren mal aus, wie es aussieht, wenn wir das in einen Bilderrahmen reinlegen. Wie gesagt, bei Action, bei Pedi, überall gibt es preiswerte Bilderrahmen. Das ist sogar ein Bilderrahmen, wo ich das aufstellen kann, das Bild. Vielleicht werde ich das auch machen, um immer eine Erinnerung zu haben an mein erstes Bild. Als allererstes muss man die kleinen Nippels nach oben drücken. Wer gute Fingernägel hat, kann das auch mit Fingernägel machen. Diesen Bilderrahmen kann man hinstellen oder auch hier ist auch was da zum Aufhängen. Und dann kann man das Bild, wenn man es dann ordentlich gemacht hat, die Pappe abmachen. Das Bild braucht man nicht. Das ist aus Glas. Das ist schon mal ganz gut. Und ich lege mal das Bild hier auf unsere Pappe. Und seht ihr das auch, was ich sehe? Es ist wirklich zu groß für die 20x20. Ich habe gedacht, das kommt, ist ja manchmal. Ist ja das Bild ein bisschen kleiner als angegeben. Ich messe noch mal aus. 21,5. Nee, ist wirklich 22. Tja, nun ist
Nun, das muss ich überlegen. Aber ich habe ja gesagt, ich wollte nichts abschneiden. Oh, guckt mal, wie viel davon weggeht dann. Das sind nicht nur zwei Reihen. Das sind viel mehr Reihen. Drei Reihen? Nee. Wird nichts. Das wird nichts. Das würde ja das ganze Bild zerstören. Pfjo. Dann kommt es vielleicht doch in die Mappe. Schade. Oder ich finde nochmal einen größeren Rahmen. 25 mal 25. Wenn ich jetzt hier außen genügend Platz gehabt hätte, dann hätte ich das ganz locker wegschneiden können. Aber guck mal. Es würde nichts, es würde überall was fehlen. Hier drei Reihen, oben zwei Reihen, unten drei Reihen. Nix. Es ist verhext. Na gut. Passiert. Dann kommt eben das Bild in meine Aufbewahrungsmappe. Da werde ich hinten noch hinschreiben, das Datum und wann ich es gemacht habe. Wenn es fertig geworden ist, muss ich nachher noch mal genauer nachgucken. Ja, schade. Schade, schade, schade. Gut, was mache ich jetzt mit den Reststeinchen? Es gab ja eine DMC-Nummer und die kann ich dann auch wegräumen. Ich hatte in einem Video schon gezeigt, dass ich von Heidi von Craft and Wedding mir so eine schöne Aufbewahrungsbox geholt habe. Ja, es sieht noch aus wie Rumpelpumpel, aber ist egal. Hier sind die anderen Farben, die ich noch nicht aussortiert habe. Die habe ich gleich hier reingelegt, damit ich gar nicht erst durcheinander komme. Wir haben hier so eine schönen Trenner als Karten. Das ist die 100er, das Folge 200, 400 und das geht dann bis 5200. Dann kann ich also meine Tütchen schön hier einsortieren. Und ich zeige euch das mal anhand eines Beispieles. Dazu brauche ich ein Kärtchen. Wir nehmen es mal andersrum. Dazu brauche ich meine DMC-Liste. Das ist meine DMC-Liste, wo ich die Steinchen aufklebe. Das ist für runde Steine. Und die von Pichu Moon Art. Hier habe ich eckige Steine drin. Auch die AB-Steine. So. Auf diesem Kärtchen oder auf diese Tüte kann man einen Aufkleber draufkleben. Ich habe es auf die Kärtchen gemacht, weil ich denke, weil ich Angst habe, dass es eventuell von der Tüte abfällt und dann weiß ich gar nicht, welche Nummer es war. Ich gehe mal nach hinten, gehe mal in die Mitte. Ich nehme mir jetzt praktisch die Farbe, die ich wegsortieren möchte, heraus. Und ich schaue mal, ob ich die 66 schon habe. Also gucke ich in der Box unter 600. Ah, ich habe sie schon. Herrlich. Dann könnte ich theoretisch, könnte ich es hier schon rein tun. Aber ich gucke mal, ob es dieselbe Farbe ist, weil ich nämlich schon mal gehört habe, dass es auch Unterschiede gibt zwischen Firma und Firma. Aber ich denke mal, das ist
Das ist eine gute Farbe, also das stimmt überein. Ich kann also jetzt in mein fertiges Tütchen, schön, dass ihr das auch seht, einfach zack einfüllen. Hier steht die Nummer drauf, 666. Ich mache die Nummer hier ab von meinem Schälchen und hole mal noch mein Buch, wo ich eintragen kann. Ach, hier ist es. Mein Logbuch. Schmetterling mit Straßsteine. Nee, das ist das nächste Projekt. Blume mit Schmetterling. Seht ihr, hier fehlt auch das Bild. Das muss ich unbedingt noch abfotografieren. Das werde ich diesmal abfotografieren mit dem Handy und das dann ausdrucken und ein bisschen bearbeiten. Und dann habe ich hier auch ein schickes Bild. Ja, hier steht nochmal alles drin. Bild hat 7,99 gekostet von Karat.art im Dezember. Es waren runde Steine. Mal gucken, ob ihr das überhaupt seht, ich das hier ausfülle. Runde Steine. Ja, ich muss mal gucken, wann ich mit dem Bild gestartet habe, weil da muss ich gucken bei den YouTube-Videos. Und beendet habe ich das am 25. 1.22. Schwierigkeit leicht. Und das Bild hat 20 Farben gehabt. Hier schreibe ich noch dazu, dass es zu verpixelt war und dass ich noch AB-Steine genutzt habe. Jetzt könnte ich theoretisch. Nee, ich werde es so machen. Ich werde das noch ausschneiden und hier mit reinkleben. Das lege ich schon mal rein. Dann habe ich hier auch noch mal eine Erinnerung und kann jetzt hier diese Nummern mache ich weg. Das heißt, erledigt. Jetzt suchen wir uns noch eine andere Farbe, die ich noch nicht habe. Noch nicht. Das sieht so aus hier, dieses Gelb. Das ist die 445. Ich gucke also in meinen 44445. 443. Nee, habe ich noch nicht. Dann kann ich es euch ja zeigen, wie ich das mache. Also, ich schreibe hier 4, 4, 5 drauf. Hole die Steinchen raus. Na, hier liegt noch ein Trocknertuch. Das mache ich gleich mal hier wieder mit rein, falls ich wieder statische Steine habe. Nehme meine DMC-Liste, suche die Nummer. Vier, vier, fünf. Hier ist die 445. Nehme, und das fand ich auch so toll, dass Heidi auch gleich passende dünnes doppelseitiges Klebeband dazu gegeben hat. Ich klebe das hier auf, mache aber nur bis zur Mitte auf. Wenn ich davon mal AB-Steine habe, klebe ich die AB-Steine daneben.
Ja, jetzt suche ich schon wieder meine Pinzette. Ich habe gestern erst aufgeräumt. Also ich kriege es immer besser ab mit Pinzette. Schneide dann mit der Schere das Stück ab. Dann ist praktisch nur die Fläche, die ich jetzt auch bekleben möchte, offen. Nehme mir einen Stift. Ich weiß nicht, irgendwie muss doch das, ist wie verhext. Immer wenn ich Videos drehe. Sind meine Stifte alle. So. Nochmal. Ja, jetzt passt es. Ich klebe dann vier Steinchen auf. Das ist ja genügend Platz hier. Drei, vier. Und davon zwei rein. Und das vierte. Wie gesagt, die AB-Steine kommen dann hier hinten ran, wenn ich mal welche haben sollte. Das ist schon mal erledigt. Die 445. Ich finde das so schön, wenn man dann mal später nachgucken kann. Dann mache ich in die Tüte das Kärtchen rein. Ich habe auch ein Unboxing gemacht für diese Kiste von Heidi. Und sie hat auch erklärt, dass es besser ist, wenn ein Kärtchen hier drin ist, damit die Tüte besser stehen kann, damit sie nicht in sich zusammenfällt, wenn die Steine reinkommen. Na. So. Wunderbar. Ich nehme mein Schälchen, mein Schiffchen und sortiere die Steine ein. Suche mir die 400er Abteilung heraus. Da habe ich ja schon eine ganze Menge. Und stelle die Karte, das Zipptütchen hier rein. Ja, wie gesagt, heute die letzte Folge. Ich werde noch mal überlegen, was ich mit dem Bild mache. Das ärgert mich jetzt, dass ich das nicht in Bilderrahmen reinmachen kann. Naja, gut. Ich muss noch mal schauen, ob ich noch was Größeres bekomme. Dann ist eben hier noch ein Rand dazu und mache ich noch einen schönen farbigen Rand, vielleicht in Schwarz oder so. Dann erkennt man das auch nicht, dass das etwas größer ist, der Bilderrahmen. Ja, es hat viel Spaß gemacht, euch das alles zu zeigen. Ich hoffe, es war alles dabei, was ihr braucht als Anfänger, um ein Bild zu gestalten. Ich würde aber auch wirklich empfehlen, als Anfänger mit einem kleinen Bild anzufangen. Vielleicht nicht mit 22 mal 22, aber mindestens 30 mal 30. Besser ist noch 40 mal 40. Und dann kann man alles ausprobieren. Wenn euch die Serie gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Und schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr die Serie mit dem Anfängervideo
ob euch das gefallen hat oder nicht, oder ob ich was vergessen habe, oder na, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich sage ciao, eure Celine. Jetzt ist Schluss.